Und willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2000. Letztes Mal sind wir stehen geblieben. Und ich werde jetzt einfach mal hier die Gebrühmasse fertig machen, weil ich warte jetzt einfach mal. Vielleicht kann er doch hier nämlich auch Moins hier hin. Das kann nämlich auch sein. Komm, Argumon, ist fertig. Jo, zwei, das ist ein Scheinwerfer, die immer noch hier. Ja, der Marsch. Aber läuft schon mal ganz gut, möchte ich meinen. So. Das gehört mir. Okay, Winz haut dann nicht ab. Manchmal hauen die Fische auch ganz gerne ab. So. Ah, come on, los, mach Pfeffer. Ah, da haben wir lieber gesagt, die Knochengolle erstmal getroffen. Komm. Ah. Oh, mach doch gegen den jetzt kein Dingens. Oh, was hat hier geblockt, ey. Los, mach. Ein Treffer erledigt, Gott sei Dank. Yes, Sir! Hätte ja wenigstens Fleisch verlieren können, die Drecksäcke. Erstmal hier meine MP und HP klauen. Und jetzt warte ich aber gerade noch, bis der nächste Tag hier anbricht. Beziehungsweise die Stunde noch hier rum ist, die halbe. Wenn. Ja, was, vielleicht kommt das hier auch bei Moins und dann hab ich's da, ansonsten muss ich es nachmittags machen. Man muss irgendwann halt jetzt warten. Oh, Hungerchen. Oh, hier, hat du Hypothek. Da liegt alles auf einmal. Aber ich muss sagen, für damalige Zeitverhältnisse war das ein Top-Spiel. Ist auch heute noch ein Top-Spiel, ohne Frage. Macht auch immer wieder Bock zu spielen. So. Ich hoffe, das ist ein bisschen scheiß Hobelauf, egal was ich hier mache. Aber. So. Gucken, vielleicht ist es ja jetzt auch da. Sonst muss ich halt oben gehen, muss ich halt bis zum Nachmittag warten. Einfach mal gerade gucken. Ich sehe aber nichts. Ne. Okay. Hat erledigt, dann müssen wir da später hin. Heute Nachmittag nochmal. Kurz. Nur spricht natürlich sehr, sehr gerne mit. Nein! 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 Na! Ah, scheiße! Das wollte ich gar nicht! Entschuldige, Grämer! Schon auf alles wie ein Pflegefehler! Ey, das tut doch schon weh, was ich hier mache, stellenweise. Ah! Hör mal, ich hab eine Scheiße, jetzt hab ich Arme und wofür hab ich denn jetzt geschaltet, ey? Scheiße! Das war jetzt nicht nötig. Absolut nicht. So, cool, man hau ab. Oh Mann, 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 ey. So viel Doofheit auf einen Blick, ey, das ist. Ne. Das hat nicht mehr zu ein. Max, mein MP hat mir gleich bei 2, das ist schon mal schön.
Dann musst du Size wiederholen, mal einen direkt die Hüftsticks ab. Hüftsticks. Keiner wünscht sich jetzt mal einen guten Tag an, dass ich 5 kriege. Nein, nicht da reinlaufen. Böse. Böse, böse, böse. Das ist aber viel. Kotzt mich so an hier. Verklaut mir kein Schwein. Na, ja, trainieren wird immer so. Ja, Aufgabenfehler. Bisschen noch, dann können wir wieder zum Tentarumon gehen. Noch Hunger? Okay. So, aber weil ihr auch im Schild drin steht, ne? So, haha. Darum mal noch mal ein bisschen schlafen. Und da muss Argon gleich halt einfach warten. Nein, 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 nein. Komm. Das ist mein Revier. Da glaubt auch nur du. Denn du bist gleich Fritte. Ein Treffer, Marge. Weiß ich, ob wir da einen Treffer mit dem Feuerspeier hinkriegen würden, ne? Nur 100 Bit, ey, das ist ja läppsch. Na ja, gut, ich muss gleich ein bisschen kämpfen, damit ich damit ich sagt schnell. Ach, damit ich Geld verdiene. Und sonst habe ich ein klitzekleines Problemchen. An seine Müdigkeit. Er muss müde, sollte schlafen. Wunderbar. So. Wenn du mir hier hin machst, Hagemann, dann sind wir beide keine Freunde mehr. Ich fände es gerne, wenn ich es noch schaffen würde, direkt aufs Ultra zu kriegen, aber das werde ich, glaube ich, eher weniger schaffen. Aber egal. Ich gehe sowieso meistens hin und ich gehe auf keinen Digimon speziell. Gut, hier jetzt beim ersten Digimon wollte ich unbedingt Agumon direkt, Greymon direkt haben. Aber, ansonsten treten hier die Viecher einfach ein bisschen, dass sie sich entwickeln und dann, entwickeln, digitieren, Entschuldigung. Entwickeln ist Digimon, Pokémon. Und dann, sehen wir nachher weiter. So, jetzt ab die Post. Weil musst du jetzt gleich auch erstmal warten, Argon, ne? Tut mir so leid für dich dann. Aber muss halt sein, ich muss die Trainingsanlagen verbessern. Einfach nur verbessern, verbessern. Und dann müssen wir jetzt gleich kämpfen, 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 bis der Arzt und viel Geld haben für Heildisk etc. und sonstigen kleinen Scheiß zu kriegen. Weil ohne Discs, um da bei Dings anzufangen, das ist schon lebensmüde. Grenzt schon fast am Selbstmord. Also auch, ich bin meistens einfach zu zack mit dem Trainieren. Ich werde mir zu viel trainieren irgendwie. Auf der einen Seite, anderen. Wird einfach notwendig. Bloß weg hier. So, jetzt müsste das Vieh aber eigentlich auch da sein. So.
Ist die Frage. Springt der überhaupt auf? Sticks an, das ist die andere Sache. Frage ist, komme ich überhaupt hier so weit, damit er hier so weit werfen kann, da hinten. Ja, Tetra Margot, wunderbar. So muss das Ding da schon mal stehen bleiben. Ha! Ich weiß sogar, ob ich das noch schaffen würde. So. Zu früh, ich hab noch Köder. Ah, schön ist, hier kann noch nichts anderes dann dran beißen gehen. So, jetzt dann fangen wir uns mal einen Seetram an. So, krass, die musste viel stärker sein als wie wir mit der Angel, ne? Theoretisch. So sehe ich das zumindest. Ach komm, Seetramon. Ach komm, bitte, bitte, bitte. Aber wie gesagt, zum Glück, da sind keine anderen Viecher dran. Also es kann nicht irgendwie sein, dass das andere Vieh, irgendein anderes Vieh dann da hinten dran kommt, dran geht. Ach, Seetramon. So, nett und komm und gib mir endlich. Beiß doch endlich einfach an, ja? Beiß doch bitte einfach an. Lalalala. Das ist auch stellenweise nicht ganz gerade einfach hier. So. Mal neu ausrichten. Damit er auch direkt vor der Schnauze hat. Wenn endlich mal wieder kommt. Ja, so hat das einigermaßen vor der Schnauze. Am liebsten hat vier, aber hier, das hier oben. Damit, gut, dass er da nicht so weit werfen kann, das verstehe ich nicht. Verstehe ich zum Verrecken nicht. Da hinten kann er keine Kilometer weit werfen, aber hier? Ja. Ich muss es hier hinsetzen. So. Deshalb abwarten und Tee trinken, würde ich sagen. So, da hat in der Schnauze hängen komplett. Ah, muss abwarten, abwarten, abwarten. Zu früh, ich hab noch Köder. Ah, da war doch nicht zu früh. Da Köder war doch komplett unten, ey. Das heißt wieder warten, warten, warten. Ah, es hat so ein Hantier da, die richtigen Zeitpunkte rauszufinden. Denn man darf nicht zu früh, auch nicht zu spät. Zu spät hast du doch Köder abgebissen. Das ist scheiße. Zu früh hat dann Kotter dann halt richtig geschluckt und dann gibt es auch Probleme mit. Das ist auch wiederum scheiße. Ah! Ja, das ist alles gerade nicht so einfach. Nein!
Scheiße. Ich probiere mal was. Versuche mal so schnell wie möglich den Button zu drücken, damit das Vieh direkt, damit das Vieh direkt an Land gezogen wird, aber das wäre nicht so einfach. Weil dem hat nicht viel gefehlt, ne? Na, jetzt geht er öfters dran. Hat auch nichts zu heißen. Ja, ich versuche meistens viel mal ein bisschen ranzulocken, normalerweise die Viecher, wenn die da schreien, dass ich immer ein bisschen ziehe. Ach, wenn er jetzt nochmal drauf reagiert. Da stand, versuche noch ein bisschen einzuziehen mit der ganzen. Ja, ist so eine Sache versichert angeln. Da gebe ich offen und ehrlich zu, ist natürlich manchmal auch im Real Life. Ich gehe gern angeln. Andere Freundesreise von mir sind einige dabei, die finden überhaupt nicht, können überhaupt nichts damit anfangen. Ich mag gerne. Und es ist halt ein Geduldsspiel. Immer nur da zu sitzen oder so und dann zu warten, bis kommt, sich irgendwie andersweitig beschäftigen leicht, das ist nicht gerade einfach. Nicht für jeden. Aber mir macht es einfach immer wieder richtig Spaß, wenn da die Würmer am Baden ist und alles. Ach, sie dran, Mann, komm. Das da nicht so weit werfen kann, verstehe ich nicht. Okay, da haben wir eine gute Stelle gefunden, einigermaßen. Problem ist, irgendwas steht mir ein bisschen im Weg. Ich kann nicht wirklich beim Winkel sehen. Problem, warten wir nochmal, dass er hier rumkommt. Oder er ist mir zu gefährlich da. Muss das schon hier machen, wo ich nicht wirklich da hier reinbeißen. Ob da also Tierhut. Das ist schon ein bisschen näher als wie. Ja. Also auf jeden Fall schon mal besser als wie da hinten. Da bin ich schon mal ein gutes Stück näher als wie da hinten. Und schon wieder einholen muss. Da muss man immer drauf achten. Ich gehe auch immer dahin und wenn er viel sich interessiert und der Schatten daran ist, dann ziehe ich halt immer ein bisschen ein. Bin ich immer am Schleppen sozusagen. Nennt man das. Ich hab noch Köder, Mann! Cetra, Mann, schluck doch den Köder! Das ist mein letztes Hüftsteak, ne? Deiner Fisch, hau ab. Ich will den großen Fisch. Ah, Mann! Ich will doch nur Caputere, Mann, und Kuwaga, Mann, haben. Damit sie meine Trainingsanlagen verbessern können. Ich schätze aber mal, Gräber, weil ich mit Argumon jetzt hier nicht mehr besiegen können. Also mit meinem momentanen Demon. Ich werde meinen Mut sparen bis zum nächsten Digimon. Zu früh. Der Köder, der Schwimmer war doch komplett weg. Das heißt, wieder abwarten. Ah, da hat noch eine Nacht geworden ist. Ich bin schon ein paar Stunden jetzt hier am Fischen, ey. Heidewitzka. Aha, nächste Runde vielleicht. Ich bin manchmal auch zu ungeduldig. Das ist, hier im Spiel zumindest. Das ist so eine. Ja, hier das Angeln ist eine Sache für sich. So. Ah, zu früh schon noch Köder. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, das war's für heute.
Das riech ich auch nochmal. Und sag einfach mal, wenn euch gefallen hat, schaut morgen wieder ein zu einer neuen Folge von Let's Play Digimon World. Was ihr das machtet. Bis zur nächsten Folge. Ciao.